So, ihr Lieben, und damit erst einmal herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Hausflipper. Ja, wir sind weiter unterwegs in unserem Traumhaus, zumindest gleich, denn wir haben offenbar 17 neue Tiere. Das ist sehr gut. Ein Dalmatiner, den wir, glaube ich, vom letzten Mal schon kennen. Ein kleiner Husky, ein Mops, noch ein Mops. Ein kleiner Baby Beagle, wie süß. Und ein... Oh, ein deutscher Schäferhund. Eine Sphinxkatze. Bengal. Die orange Tigerkatze, die immer noch so zuckersüß ist und die ich unbedingt haben muss, theoretisch. Scottish Fold haben wir. Bengal. Abyssinia. Europäisch Kurzer. Okay, und das war's. Kanickel, haben wir nur eins da, ein graues mit wunderschönen blauen Augen, sehr süß, ein Meerschwein, eine kleine Farbratte, noch eine kleine Farbratte, oh, ein Grau, wie süß ist die? Meerschwein, Amster, oh, auch eine hübsche Farbe. Schildkröte, ein Leguan in Gelb, noch ein Leguan in Gelb. Und das jetzt... Oh, der ist ein bisschen heller noch. Cool. Kakadu. Schade. Fische haben wir auch wieder. Goldfisch, Neon, Millionenfisch. Oh, aber ein hübscher. Boah, sehr schön. Noch ein Goldfisch. Diskus. Und noch ein Guppy. Langen. Und zwei Spinnen. So, das waren die Tiere. Jetzt gehen wir weiter zu unseren... Hier halt, ne? Hier hatten wir, ne? Erfordert nur ein leichtes Finish, war das das? Muss, ne? Aber das war doch kein leichtes Finish, was ich da gemacht habe. Das war ja komplett neu einrichten. Wird schon richtig sein, ne? So, gucken wir mal. Bin übrigens froh, dass ich jemanden eingesteckt habe mit meiner Sucht zu... Hausflipper. Ja, das ist das, aber was heißt denn hier leichtes Finish? Das ist total... Ich richte das hier komplett neu ein. Schön, wie der Chihuahua hier rein spaziert kam und ich liebe es hier so sehr. Guck mal, wie hübsch. Hier ist bestimmt ein kleines Bad. Ah ne, hier ist ein gruseliger kleiner Flur. Guck mal einer an. Ach so, da geht's raus. Da geht es raus. Ach so, wir mussten ja hier noch streichen und so. Stimmt ja. Wandfliesen. Hexagon-Mosaik. Und wo ist das Streichen, bitte sehr? Streiche mit den Farben blutiges Rot haben wir hier gar nicht dabei und junge Blütenknospe auch nicht. Doch das hier ist junge Blütenknospe. Aber hier steht für insgesamt... Oder... Nö, okay, das ist verwirrend. Ein bisschen. Wo sind denn die Fliesen? Ein dunkelgraues Hexagon-Mosaik. Hexagon-Mosaik. Wände. Oh. 10-mal. Jetzt bin ich gespannt. Zwei.
3, 4, 5. Wie mache ich denn das jetzt doof? Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nee, das ist blöd. Und was so? Dann sieht das nämlich aus, so aus, als würde das hier noch weitergehen, was das hier überhaupt nicht tut. Das ist weg. Gut, streiche mit den Farben blutiges Rot. Wandfliesen, Tapete, Bambusse. Hä? Bambusse. Wie viele brauchen wir da? 11. Ja. Na, mal gucken. Namaste. 11. Also das hier kann ich verkaufen, ja? So. Das wird kompliziert hier, diese Sache. Vor allem 11. Was soll der Scheiß? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puh! Weiß. 11, weil das siehst du sowieso nicht. So. Hast du jetzt davon Spiel? So, hier wird dann blutiges Rot. Da sollte ich erstmal gucken, wie wir das machen oder wo wir das machen. Das ist diese Farbe hier. Hier auf jeden Fall diese Wand. Blutiges Rot. Blutiges Rot, hier haben wir's. Voll lustig. Voll kompliziert auch, ne? Plötzlich. Genau abzählen alles hier. Ich mir das mal gemerkt hätte, ich hätte die Fensterrahmen ja gar nicht streichen müssen, naja. Vergesst das halt immer. Nee, auf jeden Fall schön, dass ich jemanden mit anstecken konnte. Mit Hausflipper. Klingt jetzt wirklich ein bisschen, als wäre es eine Krankheit. Dann vielleicht einfach hier gegen die gegenüberliegende Wand. Und hier. Vielleicht. Aber wahrscheinlich nicht, weil... Nee, das da werde ich wahrscheinlich wieder wegmachen, weil ich möchte diese Wand hier. Und 80... In junge Blütenknospe. Gut, mal gucken, ob das jetzt so hinhaut. Ich bin gespannt. 80 vor allem. Warte, erstmal hier verkaufen und dann 80, dann nehme ich einen großen Eimer. So, der ist größer als der Hund. Verkehrt. Das ist natürlich kein so großes Kunststück, ist größer als der Hund zu sein, aber was soll's. Oh, guck mal, wie hübsch das zu den Bambus passt. So. Was mache ich denn? Wo ist denn der Eimer? Hier. So, ey, das wird lange dauern, hier dieses Streichen. Aber ich liebe dieses Haus. Ich ziehe wirklich einfach da ein, das kriegt niemand.
Geh einfach nicht mehr raus, so. So einfach ist das. Wie stand denn das? So, ne? So stand das. Genau. Schick. Boah, die Farbe ist schön. Ach, verdammt. Ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich noch genau... 80 Dinger sind, jetzt muss ich noch einmal blutig rot streichen. Verdammt. Hauptsache, ich verkaufe immer direkt alles. Naja. Na, ich glaube, ich weiß aber schon wo. Eventuell hier doch noch diese Kante einfach. Ah, das ist hübsch mit der Küche, mit den Fliesen und der Tapete. Es gefällt mir richtig gut. Oh, so, blutiges Rot, wo ist es? Hier ist es übrigens warm, habe ich das schon erwähnt? Wie warm das hier ist, das ist krank. Dabei ist es gar nicht so warm draußen, nur 24 Grad oder so, aber hier drin gehst du ein. Na gut, das ist auch die Wärme vom Computer, ne? Die Hitze der Technik. So, ja, bitte. Achso, hier geht's jetzt weiter, genau. So, hier ist die coole Lampe. Ich darf nicht die falsche Farbe nehmen. Ich hole mir gleich den Eimer dahin. Dann können wir ja gehen. Als ob. Als ob. Aber so wie es aussieht, ist das dann wohl nur der eine Raum hier größtenteils, den ich gestalten musste, ne? Schade eigentlich. So, 65. Richtig? Ach ja, okay, gut. Aber offiziell ist es jetzt schon fertig. Warte mal, heißt, ich könnte auch diese Wand hier nochmal mit Bambus machen? Dann mache ich das. Das passt hier nämlich gut an die Wand. Yes. Sehr schön, dann machen wir hier nochmal Bambustapete, wenn ich das auf dem, da ich das hier auf dem Bedarf. Zur Abwechslung mal. Ja, cool. Brauche ich natürlich noch welche. Ich dachte, das passt wirklich 100% überein. Also, dass das wirklich 100% abgestimmt ist mit den Farben, dass ich da gar keinen Spielraum habe, dann. So, guck mal, das sieht doch hübsch aus, oder nicht? Bisschen, tut ein bisschen in den Augen weh. Ah. Anders. Hilf mir die Farbe, da hinten. Hm? Irgendwie cool, oder? Ich find's cool. Ich find's cool. Gut, lassen wir so. Soll ich noch Vorhänge einbauen, haben sie gesagt. Breite Vorhänge. Ja, wo kommen die genau hin? Welche Farbe ist da an der Wand? Hier ein breiter Vorhang, ne? Er ist rot. Für Jungs nehmen wir da doch. Meine Blüten? Nee. Ja gut, rot.
Das ist doch eigentlich hübsch, das ist nicht zu schlicht jetzt. Und das ist, glaube ich, der Fall. Ach nee! Das geht jetzt nicht, weil die blöde Lampe da. Die Dings da steht, die Blume. Toll. Kommt da gleich wieder hin, die Blume. Die kommt da gleich wieder hin. Ja, das ist doch ganz schön. Das passt auch wieder zu diesem Sessel. So, guck mal, passt doch. Kann ich da auch so vorstellen. Ist egal. Die darf da nur nicht stehen, während ich den Vorhang platziere. Ich liebe diese Ecke. Hier kommt ein schmaler Vorhang. Ach so, das war der. Naja. Stimmt. Steht ja schmal. Da steht jetzt natürlich das Sofa im Weg. Oh, bitte. So. Vorhang. Dann nehmen wir hier an die Stelle ruhig den gleichen, weil es an der gleichen Wand ist und vor derselben Tapete. Dann machen wir das so, sonst sieht das ein bisschen scheiße aus. So, und dieser Eimer muss noch verkauft werden. So. Und wo kommt jetzt der zweite breite Vorhang hin? Das heißt, wir haben noch zwei Vorhänge. Ach, hier. Hier kommt einmal noch ein schmaler. Oh, gleich steht bestimmt der Hund auch noch im Weg, wa? Hey, danke schön. Der ist an die Seite gegangen. Wow. Wie ich das noch erleben darf. So. Ja, krass. Die Farbe ist cool. Wieso stellen wir das nicht eigentlich da? Weil es komisch aussieht. So. Und hier, ne? Ja, aber hier steht ja wieder einmal komplett alles im Weg. Wieso? Kann ich nicht einfach den blöden Vorhang aufhängen, obwohl da die Möbel stehen? Was jetzt noch? Dieser Schrank oder was? Leute, kann's auch übertreiben. So, gut. Naja gut, jeder normale Mensch streicht auch erst das Haus und dann, naja. Gut. Überredet. Ich bin hier der Blödmann, aber jetzt ist es wieder ganz schön. Jo. Ah, jetzt passt das nicht. Ist doch scheiße, dann machen wir das jetzt auch so. So. So, dass es halt nicht passt. So, hier. Okay, der muss dann... Ah, jetzt passt der blöde Ofen da nicht hin. Nein. Vor allem, da kommt ja noch ein Schrank hin. Nee, was ist denn das jetzt? Achso, das ist der Eckschrank, der da in die Ecke kommt. Was mache ich denn hier? Der Eckschrank, der in die Ecke kommt, ist das ja. Aber der passt auch nicht mehr. Sag mal... Ich will den blöden Vorhang gar nicht. Muss ich den nehmen? Es passt nicht. Och man, die Küche war so schön. Die Betonung liegt auf, sie war schön. Wieso passt das jetzt plötzlich doch? Oh, ich habe heute das Ceranfeld auf den Boden geschmissen. Weil ich sauer bin. So, hier. So. Dann muss dieser Kühlschrank da aber auch hin. Ey, dieser Dings da aber auch hinpassen. Tut er aber nicht. Ähm.
Warte mal. Okay, dann müssen wir es so machen. Da backt jetzt leider die Dings volle Kanne durch, aber ich kann's leider nicht ändern jetzt in dem Moment dann. So war das auch gar nicht. So hier. Das ist jetzt natürlich auch nicht mehr so schön. Kann man das nicht irgendwie anders machen? Nee, ne? Nee. Leider nicht. Nee, schade. Das ist schade, das sah hübsch aus. Jetzt leider nicht mehr so richtig. Und wenn man den so stellt? Ist scheiße, oder? Weil man kann hin. Von der Optik her ist es schöner als vorher. Gut, das können sich ja die Leute überlegen. Hier hätte eigentlich noch ein kleiner Schrank daneben gemusst in dem Moment, aber was ich natürlich auch machen kann. Kann ich das nicht irgendwie anders stellen? Aber das ist ja eine Insel. Und so passt es halt einfach nicht. Nee, gut, dann nehme ich aber auch den Schrank wieder weg. Schade. Ich stelle den doch daneben. Ich finde das zu wenig Platz da neben dem Ofen sonst. So da beim Ofen. Bisschen schade mit diesen Schränken, aber das kann ich jetzt leider wirklich nicht ändern. So, wo ist der Rest? Was muss ich hier jetzt noch machen? Hier ist ein Bad. Kommt dahin. Ach ja, hier ist der Hauptwasserhahn. Stimmt ja. Okay, was brauchen wir hier? Bodenfliesen. Stimmt, da hatten wir ja die Wand geändert. Die Raumaufteilung. So, Wandfliesen. Hexagon. Mosaik. Weißes Hexagon. Budget ist bald aufgebraucht. Ja gut, ne? Warte mal, wir brauchen nur 25. Nicht wieder alles verkehrt machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achso. Hä? Schön. Wir haben schon 10, hä? 12, 13, 14, 15, da muss noch eins hin. Und dann hier noch, weil hier... Wo kommt denn das Waschbecken hin? Hier, ne? Ja. ...23... ...24... ...25. Gut, dann machen wir nur diese Ecke hier, der Rest... Ja, gut, hier. Duschinstallation. Ach scheiße, die Duschinstallation brauchen wir noch. Naja, gut. Die kommt auf jeden Fall eh an diese Wand hier ran. Ebenerdige Dusche Jean. Kommst du da raus? Oh Hund. Komm. Ah, so, Mann. Verdammt. So, Duschinstallation Jean. Wieso geht denn das trotzdem nicht?
Achso, das geht offenbar nur, wenn ich direkt davor stehe. Ich liebe solche Nasszellen, ne? Es gibt für mich echt nichts Besseres. Ich. Ja, aber so doch nicht. Oh Gottes Willen. Was mache ich denn für eine Scheiße? Die muss doch ganz anders dann sein. Wie sieht denn die genau aus? Ja, toll. Schön, dass man das nicht richtig sehen kann. Dann muss die Installation, ups, die Duschinstallation muss dann hier an die Wand, ne? Ich glaube ja. Wir werden es gleich sehen. Gar nicht so einfach hier mit dieser Dusche, weil du das nicht hier vorher anzeigen kannst. So! So müsste das, da müsste eine Tür sein. Ups. Ja, so ist richtig. Boah, ich liebe sowas so sehr. Solche Nasszellen. Ich finde es so gemütlich. Geh mal rein. Lalalala. Du bist niedrig. Da prasselt einem das alles direkt auf die Rübe. So, gut. So soll das sein. Ah, hübsch. Sieht wirklich hier ein. Nur die Küche. Aber ich muss ja die Vorhänge nicht behalten. Zwingt mich ja keiner zu. So, hier ist das Klo. Dass man dann auch als Stuhl nutzen kann, wo man seine Kleidung drauflegen kann. Wie das normale Leute dann so tun. So, und hier noch ein Waschbecken hin. Nach so eins, wirklich? In weiß ist das ja wohl grottenhässlich. Dann nehmen wir dieses hier. Guck mal, wenn wir das so machen, hätten wir die Wasserinstallation im Schrank. Das ist cool. Also den Hauptwasserhahn, ne? Das finde ich gut. Wenn das jetzt wirklich so ist. Wenn nicht, finde ich scheiße. Ja gut. Sie ist halb im Schrank. So, und ein altmodischer Spiegel. Auch in Silberahorn. So. Mit Licht. So, hier gehen wir raus. Hallöchen. Was ist das hier? WTF. Eine Lampe? Ah, hier, gut. Alter. Wie schön. Lichtschalter gibt es hier bestimmt, ja. Müsste vielleicht ein bisschen... Was sind das für Nischen? Ich finde es ein bisschen gruselig. Schranktür. Zweimal, ne? Gehe ich mal von aus. Sehe ich natürlich wieder nicht, ja. Schade, dass es nicht so ein Anthrazit gibt. Dunkelgrün? Beißt sich dann mit dem Beige, ne? Dann machen wir schwarz. Da. Schade, dass man den nicht so davor macht, vor dieses Gruselfenster da. Wieso ist die Lampe aus oder ist das hier so dunkel? Ach, das ist hier so dunkel. Okay. Alles klar. Na toll, dann so ein Bild mit Blumen. Das gefällt mir jetzt aber überhaupt nicht gut. Und dieses Bett hier ist auch der Horror. Aber da machen wir eine schöne Decke drauf. Das ist zu rot. So, denn in Braun sieht sie eben mehr rot aus als das Rot. Und komm mal hierher. So, da ist er. Gut. Schnell weg. So, ha.
Ich möchte dieses Haus jetzt auch gerne noch fertig machen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass hier nicht mehr so viel zu tun ist. Und sonst dieser Hund wieder einfach nur im Weg rumsteht. So, das sieht gut aus. Ich weiß auch noch nicht, ob das so funktioniert tatsächlich. Das ist ja hübsch. Das nehmen wir jetzt. Hier ist so wenig nur in diesem Zimmer, ne? Hundebett. Mal so hätte der Hund die gleichen Kissenbezug wie wir. Oh. Oh, guck mal, hier kann er schön schlafen. Oh. So ein schönes Bild mit Blumen. Nee, ruhig groß. Was hier so absolut null dann reinpasst. Hier ein ganz riesig. Das geht ja noch. Dieser Raum ist extrem leer. Möchte ich mal eben erwähnen. Deswegen ballern wir da jetzt einen riesigen Teppich rein. Oh Gott, nee, der ist viel zu... Obwohl... Naja, kann man machen. Ich finde es hier generell viel zu leer. So, das machen wir jetzt mal bis hier. Jetzt muss diese Nische hier und dann den Rost. Was natürlich wieder nicht funktioniert, weil... Ach doch, gut, cool. Ach so, und hier B streichen, weil es langweiliger nicht mehr werden kann. Deswegen musste ich jetzt auch ein bisschen was Flippiges von der Farbe zumindest. Und den Möbel... Was mache ich denn hier für einen Scheiß? So. Hetzen tue ich. Ups. Bring ich gegen die Lampe. Clear. Wir streichen einem fröhlichen Beige. Aus wie Hautfarbe. Also so. Boah. Entschuldigung, mir war gerade irgendwie echt übel. Ich habe auch Hunger, es ist früh. Zu früh. Vielleicht nehme ich auch noch eine Folge auf, weil ich weiß es noch nicht genau. Wahrscheinlich eher später. Stellt euch jetzt mal vor, bei den Lichtgegebenheiten hier würde ich jetzt eine Stelle vergessen, komplett zu... Oh, hier vorne ist was fast wirklich passiert. Vergessen, eine Stelle vollständig zu streichen, was das für eine blöde Sucherei wird. Weil es ja einfach so zappenduster ist. Also das ist wirklich das Zimmer, was mir am wenigsten gefällt. Falls das noch nie bemerkt hat. Das ist nicht so schön geworden. Steht irgendwie zu wenig Kram drin. Ne? So, hier drüber noch. Jo. Weil er seine Richtigkeit hat hier. So. So. Einmal ist leer, aber hoffentlich reicht das jetzt noch. Na, perfekt. Gut. Wir haben nur noch 167 Euro. Scheiße, und wir sind noch nicht komplett. Kompletto. Wo fehlt denn noch was? In der Garage. Da müssen wir nur noch Müll wegräumen. Wo ist denn eine Garage? Draußen? Huch, sollte. Muss, ne? Hier gehen wir mal raus. Ach so, wahrscheinlich, wenn ich hinten durchgehe, oder? Hier.
Ja, hier. Das kann man aber leicht übersehen, aber voll cool. Hier müssen wir zum Glück nur aufräumen. Wo ist denn noch was? Wo soll denn hier bitte noch Müll sein? Hier ist nicht. Was? Okay, ich habe keinen Plan, wo hier noch irgendein Müll sein soll. Ist auch hier drin, ist hier drin gemeint, ist schon richtig. Ach so, hier. Ha. Ja, niemand. So gut geschafft. Wir haben noch 167 Euro übrig. Das reicht. Wir kriegen 10.000 Euro insgesamt. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt. So, jetzt bin ich die Fotos. Ach, guck mal, wie hübsch. Sieht voll geräumt aus, so. Verrückte Schlafzimmer. Oh nee, ich habe diese Ecke vergessen. Wieso kein Blick auf die schöne Küche und das Ding, das schöne Wohnzimmer? In meinem zukünftigen Haus ist kein Platz für spielende Kinder, na dann. Sehr sympathisch. Ich meine, man muss natürlich keine Kinder haben, habe ich ja auch nicht, aber außerdem muss man das nicht so sagen. So, das war das. Wir gucken jetzt noch mal ganz fix, was wir danach zu tun haben. So viel Zeit muss sein. Hier ist ein Haus. Männerarbeit. Ach so. Ed hat dieses Haus zum Verkauf gekauft. Jetzt braucht er Hilfe, um die von den Vorbesitzern begonnene Renovierung abzuschließen. Das war das, wo ich angefangen hatte. Wo die Aufnahme mich verarscht hat. Okay, alles klar. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich glaube, der Hund ist verbuggt. Naja, nee, jetzt ist gut. Oh, der Hund ist wirklich verbuggt. Was ist denn mit dir? Ah, er ist wieder am Leben. Ah, jetzt geht er wieder. Was macht der hyperaktive Typ da? Ah, mit dem kleinen Tick. Mal was, so zwei brav erzogene Hunde. Na. So, den zweiten auch noch mal. So. So, das haben wir. Och, jetzt schläft er hier vor seinem Napf einfach. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. War schon cool. Bis auf das Schlafzimmer. Oh, er schläft und ist so süß dabei. Ja, der könnte ruhig mal wachsen. Gut. Danke fürs Zuschauen und ja. Bis zum nächsten Mal, also bis morgen. Tschüssi.